Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. In den letzten Videos habe ich mir eine SIM-Karte von Aldi geholt. Jetzt sind die 4 Wochen schon wieder rum und ich muss mein Guthaben aufladen. Ich habe hier aber gerade keine Aldi-Filiale in der Nähe, wo ich mir eine Gutscheinkarte holen kann. Deswegen möchte ich heute das Guthaben über ein Bankkonto aufladen und ich zeige Ihnen, wie das geht. Dazu öffne ich als erstes Aldi Talk. Und hier in Alitalk sehe ich, dass ich ein Paket für 7,99 gebucht habe. Das Guthaben beträgt aber nur noch 26 Cent. Das reicht natürlich nicht, deswegen muss ich Guthaben aufladen. Ich kann jetzt hier direkt auf Guthaben aufladen tippen oder ich tippe hier unten im Menü. Als nächstes werde ich gefragt, ob ich über ein Bankkonto oder über einen Guthabenbon aufladen möchte. Ich habe gar keine Aldi-Filiale in der Nähe und kann keinen Guthabenbon kaufen. Deswegen möchte ich heute über mein Bankkonto aufladen. Ich tippe also hier auf Bankkonto. Als nächstes suche ich aus, wie viel ich aufladen möchte. Ich möchte heute 10 Euro aufladen. Ich tippe hier also auf 10 Euro und tippe auf Weiter. Jetzt muss ich zur Sicherheit nochmal mein Passwort eingeben. Tipp hier auf Anmelden. Jetzt werde ich noch gefragt, ob ich beim nächsten Mal vielleicht meinen Fingerabdruck benutzen möchte oder ob sich das Smartphone das Passwort merken soll. Nein, das möchte ich beides nicht, deswegen tippe ich hier auf Passwort Fragen. Als nächstes muss ich hier meine IBAN-Nummer eingeben. Das Aufladen hier ist ein ganz normales SEPA-Mandat, das heißt, dafür brauche ich auch kein Online-Banking. Und jetzt gebe ich hier die Nummer ein, keine Leerzeichen eingeben, sondern alle Zahlen hintereinander. Als nächstes kann ich hier auswählen, ob ich der Kontoinhaber bin oder jemand anderer. Ich bin der Kontoinhaber, deswegen lasse ich das angemeldet. Wenn ich fertig bin, tippe ich hier auf das Häkchen. Jetzt muss ich hier noch ankreuzen, dass ich mit diesem SEPA-Mandat E-Plus ermächtige, von meinem Konto einzuziehen. Das möchte ich. Ich tippe hier also drauf. Ich könnte hier auch noch weitere Informationen bekommen. Das lasse ich und tippe auf Weiter. Jetzt werden mir meine Kontodaten hier noch einmal angezeigt. Ich tippe hier auf Speichern. Und damit habe ich es auch schon geschafft. Ich tippe auf OK und jetzt habe ich schon eine Nachricht bekommen. Damit habe ich mein Bankkonto eingerichtet. Jetzt habe ich aber immer noch nicht aufgeladen. Das muss ich jetzt im zweiten Schritt machen. Ich tippe also hier noch einmal auf Aufladen. Tippe hier wieder auf Bankkonto. Ich möchte immer noch 10 Euro aufladen. Ich tippe also auf die 10. Tippe auf Weiter. Jetzt wird mir das Bankkonto hier noch mehr angezeigt. Ja, mit diesem Bankkonto möchte ich aufladen und deswegen tippe ich auf Jetzt aufladen. Auch dazu habe ich sofort eine Nachricht bekommen. Das hat funktioniert. Ich tippe auf OK und hier links oben geht es zurück. Und jetzt tippe ich hier im Menü auf Übersicht. Und hier in meiner Übersicht sehe ich meinen neuen Guthabenstand, der ist 10,26. Das heißt, die nächste Aufladung, 7,99, ist kein Problem. Damit habe ich mein Guthaben aufgeladen und kann die nächsten 4 Wochen weiter telefonieren. Machen Sie es gut und schauen Sie wieder rein. Tschüss!